Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, das letzte Video war ein Freitagsvideo. Gut, hätte ich das jetzt auch geklärt für mich. Ja, ich wollte mit euch mal über etwas reden, über, ja, so ist ein bisschen schwierig da anfangen, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, das kennt jeder. Man hat so Tage, da steht man auf und alles fühlt sich so schwer und dunkel an. Und also nicht so im depressiven Sinn, sondern einfach so schwer aufzustehen. Ich hatte heute so einen Tag, ich bin fast nicht aus dem Bett rausgekommen. Ich habe richtig gute Laune. Ich bin wirklich so gut gelaunt wie schon lange nicht mehr. Und ich war auch schon, als ich im Bett war, so richtig gut gelaunt, aber ich konnte nicht aufstehen. Weil es einfach in dem Moment so, ja, irgendwie war es wie wenn ich mit einem Magneten ans Bett gepappt worden wäre. Und es war so, ja, so schön warm und so kuschelig und ja. Und ich finde es immer so interessant. Ich bin ja jemand, ich mag Wärme überhaupt nicht. Also ich mag so, wenn es zu, also Hitze. Wärme, ja. Hitze, n-n. Mit Hitze kann man mich total jagen. Also ich bin jemand, wenn es bei mir nur ein paar Milligrad zu viel hat, dann da werde ich schon, da habe ich eine Laune wie 7 Tage Regenwetter. Naja, also in meinem Fall wie 7 Tage Sonnenwetter. Bei Regenwetter habe ich gute Laune, das ist ja das Ding. Aber das Sprichwort heißt nur 7 Tage Regenwetter. Und ich habe dieses Jahr, hatte ich mit meiner Mutter mehrere Male Zwistigkeiten, weil ich einfach so das Gefühl hatte, sie hört mir nicht zu, wenn es um das Thema geht. Bei uns in der Wohnung unterm Dach ist es so knallheiß. Und dann irgendwann, kurz bevor es wirklich dann ein bisschen abgekühlt hat, ist meine Mutter dann mal zu einer Zeit da gewesen, wo es tatsächlich noch in der Wohnung warm war. Und da haben wir was total Witziges rausgefunden über unsere Wohnung. Also das Zimmer, das Elternschlafzimmer, ist direkt vor meinem Schlafzimmer, ist ein bisschen doof aufgeteilt, aber so ist es halt. Und auf jeden Fall ist es dann so, dass auch wenn die Tür die ganze Zeit offen ist und ich auch gut lüfte und alles, wenn man ins Elternschlafzimmer geht, ist es okay warm. Im Büro ist es so richtig, dann schon, ist es schon kühl. Im Wohnzimmer ist es schon fast kalt. In der Küche wird es dann schon wieder warm. Im Klo ist es dann so lauwarm. Aber in meinem Zimmer, und das ist wirklich so die magische Türschwelle, das ist kein Witz, man kann über diese Türschwelle drüber gehen und dann wird es bockelwarm. Das ist echt. Also ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber es ist so. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt dadurch bedingt überlegt, was kann ich machen? Weil ich habe ein kleines Problem. Also normalerweise würde ich mir einen Ventilator reinstellen und dann wird es im Zimmer auch kalt werden. Supi-dupi, alles supi mega. Problem: Hasen dürfen keinen Zug abbekommen. Das ist so eine Sache, ne? Und dadurch, dass Hasen. Oh, verschluckt. Und dadurch, dass Hasen keinen Zug abbekommen dürfen, ist es so, dass ich bei mir im Zimmer tendenziell das Fenster zulassen muss, damit, oder besser gesagt, also nicht das Fenster, sondern ich darf keinen Ventilator reinstellen, weil Ventilatoren erzeugen immer Zug. Jetzt habe ich überlegt, mir eine Klimaanlage zuzulegen und, oh, also eine kleine, so eine tragbare. Und das ist echt eine schwierige Aufgabe, weil ich brauche was, was kein Schlauch hat, was aber auch keinen Zug verursacht und was trotzdem gut kühlt. Ich sag euch, das ist nicht einfach. Und dabei bin ich so, dann habe ich an Hasenforen geguckt, was da empfohlen wird. Und da wird aber meistens eher darüber gestritten, wie man jetzt Hasen hält oder auch nicht hält. Und ich finde, muss man sich da einmischen, wenn jemand seinen Hasen so oder so hält? Man weiß ja nicht, wie die Umstände drum sind und die Wohnung. Also, ja, kann ja auch sein, dass jemand seinen Hasen so hält, weil er kaum Platz hat und uns eher gefährlich wäre, wenn der Hase frei rumrennen würde, weil überall Stromkabel rumliegen und solches Zeug. Und ja, weiß man ja nicht. Und ja. Da bin ich ein bisschen empfindlich, muss ich zugeben. Ja. Also habe ich dann weitergesucht und habe dann im Internet gesucht. Und ich sag euch, ist richtig schwierig, weil die einen sagen dann ohne Zugluft und man denkt sich so, und dann kommt ja in den Bewertungen, ich hatte noch nie einen
Frage, die je so gezogen hat. Da denke ich mir auch so. Soll ich da aufmachen? Sekunde. Wartet, ich muss mal ganz kurz meinen anderen Schuh nehmen, den Hass noch nicht erwischt hat. Wir öffnen mit dem Ding einfacher. So. Soll ich da öffnen? Ja, da ist schon ein Ordner, der Mama heißt. Ja, den muss ich auch schon mal sehen, das ist okay beim Datum. Ja. Okay. Das Nicht-Löschen ist nicht zum Löschen und auch nicht zum irgendwie was damit machen. Entschuldigt, ich habe meiner Mutter gerade einen USB-Stick gegeben, wo sie Bilder... Du kannst aber auch die von Leo haben. Das sind ganz nette Bilder von ihm. Du kannst dir einfach alle Ordner angucken und nehmen, was du willst. Ja, auf jeden Fall habe ich eine Ordnung gemacht mit Videos und Bildern und so, wo ich, ja. Und die habe ich jetzt gerade meiner Mutter gegeben und sie wollte wissen, wo ich sie jetzt nehmen kann, welche nicht und ja. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt auf der Suche nach einer Klimaanlage, die keinen Zug verursacht. Also am besten eine, die keinen Ventilator innen drin hat. Und falls irgendeiner von euch da draußen mir einen Tipp hat, dann schreibt mir das unbedingt, weil, ja. Es ist nicht so einfach, was zu finden, wenn man so spezielle Sachen sucht. Ja, aber auf jeden Fall werde ich im Januar mal so zum Euronics gehen und dann gucken und hoffen, dass da nicht schon wieder Lockdown ist. Man kann ja nur hoffen. Und ja, schon eigentlich interessant. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr da mir was wisst oder irgendwie einen Tipp habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.